Bonsoir, mon ami. Oh, ihr seid eine Franzose. Ich bin eine Luxemburger. Geh weg, du Pöbel, runter von meinem Land, verschwinde. Gegen euch werden wir auch noch in den Krieg ziehen. Hauet ab und laufet, ich hole dir die Rösser, wir trampeln euch nieder. Geh weg, oder ich zeig dir die Lanze, du wirst sie spüren. Ich möchte Geh deine weg. Lanze nicht ich will spüren. Dich gar nicht reden. Vergeh du, ja, komm, lass du, weitergehen. Ja, verschwindet. Lass deine Lanze bei dir, weg. Du Ekel. Ekel-Paket. Ja, so. Fährt für Neumann Taxi, hallo? Na, hallo? Hallo? Hallo, hier ist der König. Der König müsste abgeholt werden mit seinem königlichen Ross. Bitte sorgen Sie dafür. Der König. Was für den König? Ja, ich bin der König und ich bin gerade aus meiner Schutzgemeinschaft entlassen worden und meine Ritter haben mich befreit und ich stehe hier auf prachtvollen Wiesen. Holen Sie mich ab mit meinem Pferd. Ich kann Ihnen ein Auto anbieten. Auf was denn für Wiesen sind Sie? Wo kann ich denn hinkommen? Wo kann ich denn hinkommen? Galoppieren Sie vor bei der Polizei. Ja, sehr gerne. Also, wie kommen Sie mir bekannt vor? Habe ich Sie nicht schon mal gefahren? Das muss ich Sie sehen, dann werde ich Sie schlagen. Ja. Zum Ritter vielleicht, wenn Sie sich so benehmen. Ja. Ja. Andererseits schlage ich zurück, da gibt's ein paar in die Fresse, aber jetzt komme ich erstmal vorbei. Aber Pöbel. Ist das? Ja, was ist? Eigentlich so ein Unikas war das. Ja. So, dann steigen Sie mal ein. Wer ich, der König? Ja, dann steigen Sie mal ein. Habe ich gerade mit Ihnen gesprochen? Weil Sie ein Taxi brauchten? Ja, auf den königlichen Wiesen. Sie sollten mit dem Schlachtrosch vorbeikommen. Oh, nee, mit mir haben Sie nicht gesprochen. Ja, dann schleichen Sie sich Ihren Weges. Okay. Taxi unter dem Neumann, Meier-Mapperan. Taxi! Das Pferd ist da. Schönen guten Tag, Herr König. Für Sie nur das Beste von Besten. Ich heiße Sie herzlich willkommen in meinem privaten Telefon. Hier hat keiner Sonderrechte. Gehen Sie mich auf und sagen: Hallo, Mann. Ja, das kann, glaube ich, ein bisschen dauern. Das ist der König. Ja, okay. Ansonsten, bis jetzt. So, König. Ich oder wie Sie hinfahren, ich grüße König. Sie. Ja, ich muss dahin, wo ist die Steuer? Da, ich soll die Schatzkasse füllen, haben meine Soldaten mir gesagt. Die Schatzkasse? Ja, füllen? Wir müssen in den Krieg für Schottland. Wir müssen das Heer versammeln. Wie heißen Sie? Ich kenne Sie doch, oder? Ja, wir kennen uns. Müller, ich glaube, Sie waren Herr... Was haben Sie? König Schmoker ist mein Name. Vom Adelsgeschlecht der Schmokerinen. Ja. Ja. Sie müssen mich fahren zu dem, wo ich kann meine Schatzkasse füllen mit Talern. Ja. Ja. Verstehe ich. Ja. Möchten Sie im Heiligen Kriege mitmachen gegen die Schotten? Och, ich hab nach Ihnen noch einen Kunden. Ich könnte Sie zum Ritter schlagen, wenn Sie wollen. Schlag zurück. So, hier wollten Sie. Dankeschön, mein edler Freund. Sind wir hier richtig? Weiß ich, werde ich rausfinden. Wie sieht es aus? Soll ich Ihnen nachher Kunde tun vom erfolgreichen Schlachtzug und
Sie dann beteiligen an der Beute? Sie können mich erstmal bezahlen. Wie bezahlen? Ja, Taxi. Das ist doch ein königliches Geleit gewesen. Und ob du der Kaiser, der König oder sonst wer bist, Kohle an die Sonne jetzt hier, das macht 15 Dollar. Wie was? 15 Dollar! An diese sind der König, für sie 20. Weil sie sich nicht leisten können. So ein Pferd füttert sich nicht von allein, oder? Ja, aber... Ja, zackig, 20 Dollar an die Sonne, ansonsten geht er direkt ab, zurück nach der Polizei, wo ich sie hergeholt habe. Nee. Also da kenne ich gar nichts. Nee, das mache ich so nicht mit, das reicht mir hier. Ja, benehmen Sie sich mal, wenn Sie mit mir reden. Was meinen Sie, wenn Sie vor sich haben? Sie reden mit dem König. Was? Wir haben keinen Weißbeschläger im Kofferraum. Könnten Sie mir den Gefallen tun und geben mir einfach die 20 Dollar? Haben Sie gerade bitte gesagt? Nein. Haben Sie gerade gesagt, bitte, Herr König, geben Sie mir etwas Geld, damit ich mich ernähren kann? Ja, so in etwa. Hallo. Warten Sie. Lassen Sie mal gucken. Ich muss... ja, wie war ich Name? Wofür brauchen Sie meinen Namen, wenn Sie mir Bares geben wollen? Ja, da fängt König. Das Problem schon an. Herr Ach so. Müller, warten Sie mal. Ja. Kann man das an? Kann ich Ihnen eine Bürger- oder Wasserflasche oder sowas? Was zu trinken? Nein, 20 Dollar. Oh, die, oh. Warte. Junger Mann, rufen Sie mal bitte die Polizei. Da, hier, glaube, bitte, bitte, da, haben Sie. Die Polizei? Okay, nee, passt schon. Oh. Was habe ich? Ach so, ja, hier, ja, danke schön. Ja, bitte schön. Ja, sehr nett. Ja. Geleiten Sie mich noch in mein, in meine Burg? Was, Sie haben eine Burg? Sind Sie schon wieder ein Franzacke? Eine was? Was sind Sie für eine... Ja, ich bin Franzose, nicht Franzose. Ja, nein, gegen Sie ziehen wir auch noch zu Felde. Herr Müller, satteln Sie das Ross, holen Sie Lanzen und Schwerter, die Rüstungen müssen angelegt werden. Hat der Herr irgendwas zu sich genommen? Weiß ich nicht, ich hoffe. Ich gehe in meine Burg, ich sammle das Heer. Ui, jetzt muss ich ja sagen, König Smoker, so. Raus aus meiner Burg. Geh weg. Guten Tag. Guter Mann. Was kann man Ihnen Gutes tun? Ja, lassen Sie erstmal das Burgtor. Machen Sie das mal auf, dass ich meine Burg kann überhaupt. Das Burgtor? Ja. Ich will in meine Burg. Ich will zu meinem Thronsaal. Sofort. Ich glaube, da sind Sie hier falsch. Nee, bin ich nicht. Hier ist meine Burg. Hier bin ich geboren, hier lebe ich. Meine Familie lebt schon seit 1498 hier. Guter Herr, wo steht denn Ihre Burg? Sie befinden sich gerade am Eingang. Haben Sie eine Adresse? Was für eine Adresse? Ja, oder eine Länderei, eine Besitzurkunde, die mir sagt, wo dieses Gedöns stehen soll. Ja, da die Burg heißt von Schmockhausen. Ja, Sie sind ja aber leider beim Medical Department. Ländereien des Hopfnähers, Entschuldigung. Da sind Sie hier in den falschen Ländereien. Ja, klerikal unterstellt. Ja, wo haben mich meine Kriegsfürsten denn hingeführt? Ach, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wenn Sie keinen Krieg mit der römisch-katholischen Kirche wollen, dann muss ich Sie leider von dem Burgtor hier abraten. Was, die Römer sind auch hier? Ja, aber wo? In Zahlen. Wie in Zahlen. Zahlenreich angetreten zur Schlacht. Aufpassen. Ach, Herr Jemini, Heideschlag. Wie viele Leute, wie viele Römer sind es? Ja, weiß ich nicht. 5.000, 6.000. 5.000, 6.000? Wir sind alleine. Was machen wir? Wie ist dein Name, mein edler Knappe? Erich von Werner. So. Von Werner, ein edles von Geschlecht von großer Herkunft. Bitte, danke. Ja, selbstverständlich. Von großer Herkunft. Habt ihr ein Schwert? Nein, aber ich kenne einen Weg. Weg. Ja, zeig mir den Geheimweg, damit wir diese Römer vernichten können. Folgen Sie mir. Natürlich. Vernichten.
Ich glaube, gegen die Heeresstärke der Römer kommen wir nicht an. Aber, mein Lord, ja, wenn Sie in diese Richtung fliehen sollten... Ja? Über das Wasser, immer weiter... Ja? ...sind Sie auf jeden Fall in Sicherheit. Übers Wasser drüber? Ja, nee, am besten nicht. Am besten davor stehen bleiben. Ja. Ja. Gut. Wenn die Fanfaren erklingen, wir singen und dann ziehen wir in den Krieg, ne? Gegen die Römer. Hussa, genau. Wir ziehen gegen die Römer in den Krieg. So bereitet euch vor und sammelt die Herrschaften, ne? Die Heere müssen erscheinen, lasst die Fahnen wehen. Aber für die Römer müssen auch noch mal ein paar Meter in die Richtung. Also das ist nicht hier. Wo denn? Ja. Wo findet die Schlacht statt? Ach, ich dachte, Sie wären hier ne? Ja, aber meine Fürsten, mein Kriegsrat, der hat entschieden... Ja, aber ich bin doch nicht Teil Ihres Kriegsrats, ich bin doch nur Knappe. Wie heißen Sie nochmal? Erich von Werner. Knie nieder. Werter Lord. Knie nieder, Werner. Und ja, wie heißen Sie nochmal? Ein Moment, mein Telefon. Ja. Medical Department, Notrufzentrale. Guten Tag, Werner. Oh, mein Gott, ein Heiratsantrag. Jawohl. Verschwinde, du. Oh. Geh weg. Oh, wie süß ist das hier, ein Einer... Ja, gleich kriegen Sie süß. Mit euch sind wir auch noch nicht fertig. No. Alles klar. Ja, ich kann da auf jeden Fall jemanden vorbeischicken. Jawohl, alles klar, ich danke. Perfekt, vielen Dank. Tschüss. So, einen Moment. Muss ich mal eben kurz nachdenken. Ich muss mal... Einen Moment. Ja, aber... Ja, was? Entschuldigung, der Schankwirt hat zu viel ausgeschenkt und einer der edelsten Krieger ist von der Bank gefallen. Ja, er wird sich wieder erheben als Mann. So, von Werner knien Sie nieder, knappe Werner. Okay, ja. Hiermit schlage ich König Schmoker von Los Santos, den Knappen von Werner, mit dieser scharfen Klinge zum Ritter. Von Werner, erhebe dich nun als Ritter vom Königreich Schmokerine. Ach, vielen Dank. Leitstelle hört? Leitstelle so verstanden, Ende. Oh, das ist aber eine Ehre. König Schmock von Los Santos. Ja, richtig. Das ist eine Ehre. Habt ihr eure Schatzkammer gefüllt? Sagen wir mal, ist okay, ne? Reicht für ein Bierchen. Für Speis und Trank soll es reichen, edler Herr. Speis und Trank soll es reichen, genau. Was haben wir heute für ein Datum? Den 4. Juni 2020, wie ich befürchte. Ja, haben Sie Ihren Anteil an der königlichen Schatzkammer schon geleistet? Dass ich mich erinnern würde. Mein Protokollführer ist gerade nicht da, den kann ich nicht fragen. Wären Sie bereit, dem Herrn König, der gerade vor Ihnen... Was ist das? Moment bitte. König Schmoker von Los Santos? Ja, sind Sie fündig geworden oder muss ich Sie doch woanders hinfahren? Ja, ich habe kein die Schatzkammer ist leer. Was, ehrlich? Ja, wirklich. Ja, soll ich wieder rumkommen? Ja, ich kann nicht sagen. Da ist kein Geld mehr in der Schatzkasse. Ja. Du fährst ja zu einer anderen Schatzkasse. Ja, gut. Kein Problem. Ich warte hier. Ja. Da kommen die Ritter, die kommen mich jetzt holen. Die kämpfen gegen die Römer. Wären Sie denn, Herr Ritter von Werner, bereit, mit einer kleinen Abgabe Ihres Zehnten an mich Ihren Anteil zum Königreich Schmoker zu mir zu geben? Also für den König, das ist keine Frage, dass ich das tue. Meinen Zehnten, Nicht am Zehnten, der Zehnte, ja, was nee, Sie den haben. Das Zehnte war... Ja. Das ist wirklich, ich habe eine schmale Schatzkammer, aber hier, das Mindeste, was ich euch geben kann und auch das Höchste, es soll Ihnen gehören. My Lord. Ja, was? Ja. Das kannst du nicht annehmen. Warum? Dass das schon alles gewesen sein soll. Ist die Schatzkammer so leer? Ja, selbstverständlich, ich sagte für Speise und Trank, aber damit meinte ich hier drüben bei dem Burgerladen da so ein McCheese, also das ist ja geht das dann nicht.
Dann begebe sich Ritter von Werner wieder in die Burg und beschütze sie vor den Römern. So sei es, mein Herr, wie ihr wünscht. Ja. Schönen Abend noch. Wohlauf, Herr. Sie dürfen sich entfernen, von, Herr Ritter von Werner. Vielen Dank. Eine Ehre, die Audienz bei Ihnen. Ja. Ja, knappe Müller. Hey, nein, zeig dich, ich darf ihn nicht parken. Ja. So. Der Ritter Herr von Werner hat gerade seinen 10. abgegeben. 5 Silbertaler. Ja. Okay. Ja. Wo fahren Sie mit mir hin? Ja, zu einer Bank, oder? Wie Bank? Da ist ja nichts drauf. Wie Sie brennen Taxi? Huh. Moment, da verhalte ich die da vorne mal eben an. Das geht ja gar nicht. Das macht er nicht wirklich, oder? Macht er das wirklich? Hey, Taxi-Preller! Kommen Sie mit! Das wollte ich nicht. Ich kann mir am Arsch lecken. Ich gehe nicht schon wieder ins Gefängnis. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts getan. Jetzt mal ernsthaft. Ist das ein kleines Arschloch? Dem schicke ich gleich wieder eine WhatsApp. Aua! Aua! Ja, bleiben Sie bitte stehen! Stehen bleiben! Was wollt ihr vom König? Umdrehen, Hände in die Höhe, Gesicht zur Wand. So, ich werde Ihnen jetzt erstmal ein Handschuhchen anlegen. Was soll denn das? Können Sie mir das erklären? Was soll was? Wieso laufen Sie weg? Ja, weil ich der König bin. Sie sind der König, ja. Ich bin nicht der Kaiser. Ja, alles gut. Ja. Sie sind der König. Aha. Ja. Von was denn? König Schmoker. Von allen Ländereien, die Sie kennen. Adeliges Geschlecht von Schmokerine. Ah, ja. Okay. Alles klar, Herr Smoker. Zum Glück sind Sie schon bekannt bei uns. Dann wissen wir ja direkt Bescheid. Was habe ich denn gemacht? Was soll der König getan haben? Was der König getan haben soll? Der Herr Müller sagt, Sie haben Ihr Taxi nicht bezahlt, Herr Smoker. Der hat doch noch gar nicht gesagt, wie viel kostet. Ich wollte ihm das Geld doch. Ich habe doch Geld. Die Schatzkammer ist gefüllt von den Raubzügen in Schottland. Gehen Sie sich mal um, bitte. Ja. Sie haben Geld, Herr Smoker. Ich habe, glaube ich, 30 oder 40 Silbertaler, ja? Ja, wir würden auch gerne Dollar nehmen. Aber der wie gesagt, hat nicht, ich hab wollte das bezahlen. Das edle Ross muss natürlich auch gefüttert werden. Und das wollte ich bezahlen. Das ist so richtig. Und, ja. Wenn Sie das bezahlen, ja, natürlich. Dann ist das auch in Ordnung. Aber ja. Warum laufen Sie denn weg? Wenn ja, weil der hier... mich schlägt. Der hat mich geschlagen. Mir tut der ganze Kopf weh. Kann ich Anzeige erstatten und Schmerzensgeld bekommen? Ja, hab ich gehauen, das haben Sie gesehen, ne? Ich glaube, da gibt's eine Gegenanzeige. Warum? Wofür? Tja, weil Sie weggelaufen sind. Ja, aber ich hatte Angst, weil der hat Sie ja angebumst mit seinem Pferd. Das ist auch richtig, haben Sie ja mitgekriegt, ne? So ganz leicht. Angebumst und da hatte ich Angst, weil der irre ist. Ja, der Herr möchte Sie anzeigen, Herr Müller, weil Sie ihn geschlagen haben. Ja, nehme ich doch nicht mehr. Ja, wieso kriegst du noch... Ach, doch nicht mehr, Herr Smoker. Nö, nee, will ich nicht mehr. Ich... Nee. Gut. Herr Smoker. Ja, bitte. Wenn ich Ihnen jetzt die Handschellen abnehme, ja. Bleiben Sie dann bitte stehen, ansonsten muss ich vom Taser Gebrauch machen und das ist sehr unschön. Wenn ich mein Ross unter Kontrolle habe, ja. Sie Ihr Ross unter Kontrolle haben? Ja. Der ist der König, der muss in Frankreich ihn kriegen. Ja, das können wir ja. Das Ross können Sie ja anbinden. Ja.
Ich kann es ja gerade mal anbinden und sie werden dann freigelassen. Aber genau. Kümmern Sie sich bitte gut um mein Pferd. Wie heißt das denn? Dann kümmere ich mich darum. Wer, mein Pferd? Ja, genau. Ludwine von Sachsen-Blue. Alles klar, ich kümmere mich drum, ja? Die Kollegin kennt sich gut aus mit Pferden. Lassen Sie die mal machen. Ja. gut, Herr Smoker, drehen Sie sich mal bitte um. Ja. Herr Müller, wie viel muss denn der Herr Smoker noch zahlen bei Ihnen? Ja, das werden wir jetzt eine Anfahrt. Das können wir stecken lassen. Du wusstest ja noch nicht, wo er hin will. Gut. Herr Smoker. Ja. Ich habe das. Oder ich nehme Ihnen das mal nicht so krumm mit dem Weglauf. Ja, aber wenn das nochmal vorkommt, dann wird es ungemütlich. Ja, ich hatte auch Angst. Ja. Vor uns brauchen Sie keine Angst haben. Wir sind die Guten, Herr Smoker. Ja, das haben die damals auch gesagt. Ja gut, ich werde mir Ihr Gesicht merken. Ja, die können Sie auch die PD-83 merken, Herr Smoker. Ja. Wir sind die Guten, ja? Mhm. Gut, ja. Hier haben Sie die Zügel wieder, ja? Von der genau. Dankeschön. Hat sie sich benommen? Alles gut, die war super nett. Das ist gut, dankeschön. Perfekt. Ja. Ja. Die Kollegin hat auch immer einen Apfel in der Tasche, das ist gar kein Problem. Genau. Ja. So, meine Ritter, jetzt lasset uns reiten gen Norden. Seid ihr bereit? Eure Klingen gewetzt? Ja. Also, sollte sie jetzt nochmal fahren, oder was? In Norden? Ja, ich muss zur Schatzkammer. Dann geben Sie dem Herrn Müller lieber das Geld vorher, bevor wir wieder da Probleme bekommen. Nö. Kann der König jetzt gehen? Der König kann gehen, wenn er in Zukunft den Rittern gehorcht. Ja, aber meine Schatzkammer ist leer. Wissen Sie, wie ich meine Schatzkammer füllen kann? Gerade haben Sie gesagt, die ist gut gefüllt. Also Sie widersprechen sich etwas, Herr Smoker. Ja. Kann es sein, dass Sie eventuell ein bisschen verwirrt sind? Nein. Sind Sie sicher, dass es ein Nein? Ich glaube, ich muss kacken. Was? Oh, Entschuldigung. Ja, Herr Müller. Kann ich hier jetzt gehen? Ich muss zu meiner Burg zurück. Die Römer stehen vor den Toren. Wir müssen die Tore schützen. Ach, die Römer auch noch? Oh ja, Gott. Dann machen sie mal. Ich war eben in meiner Burg, da wurde mir das verkündet. 5.000 bis 6.000 römische Krieger stehen da. Bereit zum Kampf in Linie. Wenn sie Unterstützung brauchen, ne, rufen sie an. Ja. Wo? Ja. Nicht alleine gegen die Römer. Welche Trommel muss ich läuten? Die großen Glocken bei Ihnen in der Burg. Die großen Glocken in meiner Burg. Einfach an der Brust fassen. Also das würde ich nicht tun. Ja. Ja. Doch, das ist okay. Ja. Gut, ich muss aber jetzt, ich habe noch Termine, ich habe noch Fotoshooting, die wollen mich in ein Magazin bringen, den König. Ja, verständlich. Ach, natürlich. Ja. Ich bin ein Mann von Welt und ein König seinesgleichen. Ne? Wo kommen Sie denn rein? Ins Hausfrauenmagazin, oder? Was haben Sie gesagt? In welches Magazin Sie denn kommen? Ins Hausfrauenmagazin? In ein königliches. Königliches Hausfrauenmagazin. So, Herr Knappe Müller, könnten Sie mich geleiten zu... Knappe Müller? Ja, ich habe sie noch nicht zum Ritter geschlagen. Der Herr Müller ist maximal knapp bei Kasse, aber sonst... Ja, glaube ich aber auch. Bin ich? Herr Müller, möchten Sie mein Ritter sein und an meiner Ahnentafel speisen? Dann knien Sie jetzt nieder. Oh Gott. Das will ich sehen, Herr Müller. Ja, Herr Müller, dann machen Sie das. Das möchte ich jetzt sehen. Au! Wie heißen Sie mit Vornamen, edler Knappe? Helmut! Helmut Müller, gekniet als Knappe. Hiermit schlage ich König Schmoker. Schlag vom... zurück, den Finger weg. Sie müssen knien bleiben. Ach so. Au. Knappe Helmut Müller wird hiermit geschlagen von König Schmoker aus dem Königreich Schmokerine mit seinem heiligen Schwert zum Ritter. Nun erhebe dich, Ritter Helmut Müller. Sie sind jetzt mein Ritter, Herr Müller. Ritter Müller. Ja. Okay. Was, Ritter Müller? Was? Ritter? Helmut, nicht Ritter. Ach, Helmut. Ritter. Habe ich falsch verstanden, Entschuldigung. Warten Sie mal, ich meine Hosentasche, warten Sie. Das war nicht ganz... Herr Müller, gehen Sie noch mal ganz kurz runter.
Und wenn die Verfahren erklingen, können sie sich als Ritter erheben. Wieso? Oh Gott. Stehe auf, mein Ritter und Gefolgsmann. Die Römer stehen vor den Toren. Wir müssen uns vereinen. Sammelt da die Herrscharen und schlagt Alarm. Ritter also vereinen können sie sich alleine, da würde die Kollegin und ich uns dann zurückziehen. Alarm! Ja. Mein Beileid, Herr Müller. Ja, ziehen Sie sich zurück. Viel Spaß noch, Herr Müller. Tschüss. Tschüss. Wir ziehen uns zurück, tschüss. Ja. So, Ritter Müller? Ja? Haben Sie eine Rüstung? Was hab ich? Eine Rüstung, Sie wollen doch nicht so in die Schlacht ziehen, oder? Was meinen Sie, was die Römer mit Ihnen machen? Ja, das geht so, die Glatzhose ist toll. Gut. Es ist guter Jeansstoff. Gut, wo befinden sich Ihre Waffen? Hier, meine Maurerarme. Hast du dir gerade einen von gespürt? Ah, aber? Sie sind so ein Naturbursche, ne? Ja, sicher. Berserker. Bam! Sie sind... Geht da rein! Wenn die Halle den... Sie sind hier. So ein Berserker wie bei den... Bam, ne? Wie bei... Ja. Hast du ja, sie sind ein Berserker, wie die Wikinger auch hatten, ja, ne? Trinken ja. Vom Pferd die Assis. Trinken sie von Pferd runter alles hier in die Schnauze rein mit der Faust, ne? Jetzt war ich gerade voll im Film. Was labern sie eigentlich die ganze Zeit für eine Scheiße? Was? Hä? Wie? Ja, was soll das Ganze eigentlich? Ja, wie, was soll das Ganze eigentlich? Ja, was für Königquasselei und was für ein imaginäres Kackpferd? Oder was ist denn hier los? Stellen Sie mich gerade eine Frage? Sie haben maximal... irgendwelche Gedanken an den Einhorn verloren, mit dem sie vielleicht was lustiges machen wollten. Was? Regenbogen wettscheißen oder so. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Herr Ritter Müller, wären Sie so nett und würden nein. mich... Wie nein? Sie widersprechen dem König? Es tut mir leid. Ja, was? Leid, es kommt nie wieder vor, König. Ja, geleiten Sie mich bitte mit Ihrem königlichen Ross... zu der Schatztruhe, wo man das die Schatztruhe auffüllen kann. Ja. Ja. Wolltest du eine Bank ausrauben oder was? Nee, rauben gehen wir noch nicht. Aber da gibt's der Knappe von der, wo ich in Schutz gewahrsam war, der hat zu mir gesagt, Herr König Schmoker, gehen Sie an den Ort, wo Sie dann monatlich oder täglich die Schatzkammer immer Zufluss gibt, so. Wo die Silbertaler fließen. Ja. Wissen Sie, was ich meine? Nein. Ja, machen Sie mir doch nicht so schwer. Wie habe ich Sie gerade zum Ritter geschlagen? Ja. Ja, aber ganz helle im Kopf sind Sie ja auch nicht, oder? Das sagen Sie zu mir. Ja, Sie passen irgendwie zu mir. Das Sie ist sagen den Polizisten, Sie sollen das Pferd anleiden. Sagen Sie etwas mit meinem Taxi. Ludwina von Sachsen-Blue. Ja, Ludwina. Hm? Kann ich hinterher schleifen und später zur Lasagne verarbeiten. Oh, ist zu. Ist zu. Ja, ist richtig. Nein, nicht! Oh Gott. Wieso? Ich glaube, sie spielen. Die Römer. So, ja. Also. Ja, was? Sie wollen ihre Kassen voll machen, aber sie wollen nichts dafür tun. Ja, der... Oh, dann fahren wir mal zum Arbeitsamt. Ja. Reite empor. Wie viel Pferdestärken hat diese Kutsche, Ritter, noch? Ja, wie lang willst du noch gucken, Alter? Ja, Alter, wie lang willst du noch nicht über der Ampel laufen? Sind Sie komplett verwirrt? Hey, Herren, sind Sie wahnsinnig? Hey, was rutschen Sie mir hier über die Scheiße? Verpissen Sie sich, das... Haben verpissen Sie sich, das ist... Was soll das? Hallo! Das ist Ritter Müller. Herr Müller. Geschehen, was soll das? König Smoker, hallo. Ja, grüße dich, mein Ritter. Ich hoffe, dass da kein Schaden dran ist. Gucken Sie mal, ich habe das gesehen. Du hit mich ja komplett. Was ist denn das? Die Jugend von heute. Ritter Müller, ziehen Sie die Schwerter hier. Herr Mozart. Hat er Ihre Kutsche beschädigt? Ja, hat er. Ja, dann lassen Sie die Schwerter kreuzen. Ich muss erstmal parken hier. Ja, parken Sie mal. Und dann gibt's BAM! Ja.
Ritter Helmut, werden Sie zum Berserker, wie Sie eben demonstriert haben? Kann ich nicht machen. Damit ihr dann mal trinken Sie den Trank der Heiligen. Da steht die Polizei. Das sind meine Ritter. Nee, der hatte keine Knuppen an der Hose. Alles klar. Alles gut. So, der klaut Ihr Fahrrad? Ja, der meinte, der gibt mir eine Backpfeife. Was? Ach ja, Würfelfahrt. Sir, steigen Sie von dem Fahrrad. Sollte einfach über meine Motorhaube zu rutschen. Herr Bruder, jetzt. Warte, pass mal auf, du hast der Schuhe, aber für ein bisschen länger als du dir vorstellst. Entschuldigen Sie bitte. Ritter Müller, lassen Sie den Berserker frei. Können wir das versuchen, friedlich zu klären? Hier nichts friedlich, Sie haben gerade die Kriegsflagge. Ich lasse die Fanfaren erklingen. Ritter Müller, Angriff. Ich weiß ja gar nicht, was so richtig vorgefallen ist. Aber das können wir sicherlich irgendwie friedlich klären. Hier wird gar nichts mehr friedlich geklärt. Sie haben Ritter Müller beleidigt und der wird mit Ihnen die Schwerter kreuzen. Hey, was gedacht, ich habe keinen beleidigt. Kurze Frage. Was ist denn vorgefallen? Ich habe das ja nicht mitbekommen. Kurze Frage, Mann. Was? Ich habe ja gar nicht mitbekommen, was hier los ist. Der wird zum Berserker. Herr Müller, das ist doch nicht wert. Hey, was? Ja, gib dir. Lass den Urban in Ruhe. Ich glaube, ich spinne hier. Ja, lassen Sie den Mann in Ruhe. Der Nächste geht auf die Schläfe. Ja, bam. Ja, bam. Immer drauf da. Das haben Sie gut gemacht, Berserker Müller. Bleib mal stehen, Glatze. Was ist? Ja, hören Sie auf. Gehen was Sie auseinander. Hören Sie was auf. Was sollen die Faxen, Alter? Ja, Mozart, Sie waren schon mal ein paar Mal bei uns wegen solchen Geschichten. Lassen Sie das jetzt sein. Er hat mich schon gerade geboxt. Ich kann grad stehen. Ja, bleib ich. Ja, ich hab ihn geboxt. Das stimmt. Gut, ich möchte Anzeige erstatten. Ja, machbar. Mach ich. Ich möchte auch Anzeige erstatten. Ja, mein Fahrzeug bin, ist beschädigt. Ich zeuge hier alles. Mann, dein Kopf ist beschädigt, Alter. Ja. Dann sagt derjenige, der keinen Satz jetzt, ohne das Wort Alter. Jetzt ist mal ganz kurz mal Ruhe hier bitte. Ruhe. Herr Müller, haben Sie irgendwelche Beschädigungen am Auto? Ja. Ach, Alter, was für eine Beschädigung, Mann. Ja, sie hat mir bestimmt Knöpfe in der Hose, oder nicht? Oh mein Gott. So. Was, Jungs, Alter, was ist mit dir? Wollt ihr ein Foto, Mann? Haben Sie das jetzt geklärt mit dem Fahrrad? Was ist das, Fahrrad? Ach je. Da ist ein Junkie, tut mir leid, Mann. Also, es war gar nicht Ihr Fahrrad. Also, Officer. Ja, ich hab noch eine Frau, die ich treffen will. Ja, da klappt noch. Ich hab noch eine Frau, die ich treffen will. So, ich glaube, Sie bleiben jetzt mal hier stehen. Alles klar, Digga. Ich stelle mich hier schön zwischen euch, dass hier nicht irgendwie noch jemand handgreiflich werden muss. Ach, ich bin nicht so ein Schläger, Mann. Die kennen mich doch, Officer. Ich kenne keinen von Ihnen. Aber bitte, wollen Sie eine Nuss haben? So, Herr Müller, wollen Sie eine Anzeige erstatten gegen den Herrn hier? Wenn er seine fallen lassen will, dann lasse ich auch meine fallen. Okay. Dann haben wir uns kurz gestritten und gut ist die Sache. Bist du damit im Klaren? Das Einzige, was ich fallen lasse, ist dein Kopf auf dem Asphalt, Mann. Was? Herr Mozart. Herr Mozart. Ah ja, Officer. Jetzt klären Sie das doch mit ihm nochmal vernünftig. Ja? Also, die Anzeige lässt er fallen. Sie fallen lassen. Das Einzige, was ich fallen lasse, ist dein Kopf auf den Asphalt. Ansonsten können wir das Ganze ja dann auch auf dem PD klären. Ja, na dann nicht, Mann. Aber ich will hier eine Entschuldigung haben, ne? Ja, ich auch. Eine Entschuldigung ist gegenseitig, geben uns die Hände gut ist. Ja, ne, ich möchte ja erstmal noch ein bisschen Schmerzensgeld von dir haben. Also, wollen Sie. Da muss sie ja doch eine Anzeige erstellen. Entschuldigung, ja, war der Schlag ein bisschen zu fest oder was ist jetzt passiert? Ey, Wiki. Oh. Wie war das? Was hast du gerade gesagt? Sofort stehen. Ja, alle, trinkt eure Tränke und drauf da. Es kommen 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Ja, wir sind Digga. Hast du ein Problem, wenn ich den Rücken habe oder nicht? Ich bringe den mal weg, ja. Herr Müller, gehen Sie mal auf die Seite. Und Herr Müller, komm mal mit mir. Komm mal mit, Herr Müller. Herr Mozart, Sie kommen jetzt mal mit. Komm, Berserker Müller. Lass die reden.
Komm, wir gehen mal um die Ecke hier. Hey, George, was geht? Alles gut bei euch? Ja, ja, ja. Scheinbar nicht. Doch, schon, der ist aber frech. Ja, ein bisschen. Der ist sehr frech. Ihr seid jetzt erstmal in Sicherheit. Was ist vorgefallen, genau? Ja, die sind nicht über die Ampel gelaufen, sondern über die Straße. Ich hab gebremst, bin bekloppt und hab lange gehupt. Und dann ist er über meine Haube gerutscht. Und ist dann einfach gegangen, hat mich komplett ignoriert. Dann hab ich ihn in die Fresse gehauen. Oh. Ja, tut mir leid, ne? Ja, bist du ausgerastet. Ja, nö. Ja, aber doch, der scheint auch ein richtig freundlicher Zeitgenosse zu sein. Ja, ne? Aber ja, kratzt ja auch auf dem Auto, du, ne? Wer sind Sie denn noch? Ich bin König Smoker. Ich bin der Herrscher über die ganzen Ländereien hier. Ach, hat sie die Sache mit ihrem Roller da geklärt? Was für ein Roller? Ich weiß gar nicht, wer sie sind. Was ist ja, da war doch irgendwas. Ja? 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 Okay. Ja, also Sie waren auch dabei, Herr Smoker, oder was? Ja, ich saß dann im Auto drin. Ja. Okay. Eine Sekunde. Ja. Check. Ich gehe dir mal Bescheid sagen, dass sie sich bitte wegbewegen. Kinder, das ist Roleplay, ja, ne? Wir gehen jetzt mal in die Straße runter ein bisschen. Das ist Roleplay. Die Situation nicht aufregen, bitte. Alles gut, dann ist Zocker, danke schön für 22. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das ist sicher. Gehen wir einfach mal hier in die Ecke da. Das ist doch ja so Seniorzeit. Ich glaube nicht. Ich würde auch keine erstellen. Der will Schmerzensgeld. Sehr asozial, dass er mich komplett ignoriert hat. Ja, und beleidigt hat, ne? Ja. Aber ist ja egal. Das passiert. Ja, das geht nicht. Mit Taxifahrer. Ja, verdammt, ey. Ja, aber ist schon krass gewesen, oder? Wie ist der Mozart? Ja, keine Ahnung. Wollt ihr gerade auch voll auf dich los und so? Ja, hat er ja nicht. Ich hab ihn zweimal Körperverletzung gemacht, der ist schon. Der hat ja doch Glück gehabt, dieser Herr Mozart. Ja. Hätte so, der Herr Müller seinen Trank getrunken, dann hätte er den Bam gehauen. Ja, der da die Glocken klingeln lassen, ne? Ja. Der Helmut bei Mozart. Ne? Ja. Easy. Ja, gut. Und warum rennen Sie hier barfuß rum, Herr Smoker? König Smoker, bitte. Glaube ich nicht. Doch. Zeigen Sie mir mal Ihren Personalausweis. Nee, ich muss sowieso. Wenn Sie König heißen, nenne ich Sie König gerne, aber Sie heißen bestimmt nicht König. Sie können mich anreden mit König. Ich spüre die Erdwärme. Ach, Erdwärme. Ich kann jetzt kurz klären, der ist bestimmt ein bisschen hell im Kopf. Mein treuer Knappe. Ja, wir gehen mal mit. Ja. Wie heißen Sie? Etikus, John Etikus, freut mich, Herr Smoker. König Smoker, bitte. Herr Etikus. So, das ist jetzt komplett eskaliert für gar nichts, war scheiße Aktion, du hast einen tollen Rücken, ich habe eine tolle Latzhose, geben wir uns die Hand, alles ist gegessen. Wie wäre das? Unter Männers? Ja, dann hauen wir die Entschuldigung erstmal raus. Was wird für eine Entschuldigung? Ja, ich bin eine Entschuldigung hören. Wofür? Ja, für den Schlag. Es tut mir leid, dass meine Maurerarme in deine Richtung geflogen sind. Jetzt meine steht Richtung immer noch hier. Was also, ja, er will sich eigentlich gerade entschuldigen. Die wollen uns nur entschuldigen, Officer. Das für eine Entschuldigung, Alter. Ja, dann machen Sie das. Komm, Alter. Wir haben gerade gesprochen miteinander. Herr Müller, kommen Sie jetzt bitte auch ein bisschen zur Besinnung, wenn Sie sich entschuldigen. Herr Müller, ich habe mich gerade entschuldigt. Entschuldigung, ja, dass gut. Meine Maurerarme in Ihre Richtung geflogen sind. Alles klar. Entschuldigung nicht angenommen. Nicht angenommen? Hä? Herr Müller, lassen Sie es gut sein. Kein Problem. Die Kindergartenkinder von heute. Kinder? Ja. Ja. Ja, alles gut. Bis jetzt ja. Da gab es mal ganz kurz kleine Handgreiflichkeit und Streiterei und ich hoffe, es ist jetzt erledigt. Ja, wir werden aber aufpassen, ne, Ritter? Die Jugend von heute, Helmut, da machst du nichts, ne? Ihr guter König. Ja, ich höre, mein Volk. Ich habe ihn doch empfohlen, Sandalen zu holen. Es ist doch, es kann doch nicht sein, dass Sie barfuß durch ihr Reich laufen. Das Problem liegt, dass die königliche Schatzkasse nicht gefüllt ist. Wir waren gerade auf dem Weg. Ja, aber wir haben doch gerade Kriegsvorräte schon mitgegeben. Ja, das Problem ist, dass die Schuhmacher möchten Silbertaler. Das ist das Problem, ja. Aber ich glaube, haben Sie vorhin gesagt, dass Sie 43 Silbertaler dabei haben? Ja, aber ich musste dem Ross Ludmilla von Blue Sachsen Blue, musste ich ja noch was essen geben. Ja, die Pferde müssen gefüttert werden. Mein König, ich komme so kurz zur Seite, ich gebe dir mal ein paar Silbertaler, natürlich, ja? Natürlich, mein Knappe. Hallo, Herr ACLS-Typ. Bitte schön, mein König, 50 Silbertaler nur für Sie. Dankeschön. Sehr edel von Ihnen, ich werde Sie erwähnen in meiner Ahnentafel. Das ehrt mich natürlich sehr, Herr König. Natürlich.
Wie meine Majestät doch immer. Ja, richtig. Da ziehen Sie sich mal ein paar Schuhe an, ist ja wirklich nicht anzuschauen. Ja. Hier liegen überall Glasscherben rum, Sie müssen ein bisschen aufpassen. Eben, ne? Ja. Ich rufe dich gleich an. Ja, ne? Machen Sie das. Mein Wenn irgendwas ist, Helmut, melde dich, ne? Ach, ja, da kommt schon hin. Bis jetzt. Ja. So zieht von dannen und verkündet die Botschaft, mein Volk. Mhm. Ja. Denkt dran, die Römer stehen vor den Toren mit 5.000 bis 6.000 Mann. Bewaffnet, ja, aber die hatten wenigstens Sandalen an. Ja, aber die haben nicht so die Fanfaren wie wir. Na, das weiß ich nicht. Also ich höre hier keine Fanfaren. Die hatten sicherlich größere Trommeln und Trompete. Ich habe eine Hosentasche, warten Sie. So, und jetzt sammelt die Kriegsherren, sammelt das Heer. Wir sind bereit. Wir ziehen in die Schlacht. Ja, mit welcher Armee? Ja, die sollt ihr ja sammeln. Ja, wir sind ja die größte Armee hier in der Stadt, würde ich sagen, oder? Wo sind die ganzen Soldaten hin? Die Speerträger, die Lanzenträger, meine Fahnenträger, meine Trommler? Sagen Sie mal, Herr Smoker, waren Sie eigentlich mal beim Psychologen? Wo? Ja, da haben Sie mal einen Besuch irgendwie beim dem Medizinkrankenhaus gemacht, irgendwie beim Doktor, der mal mit Ihnen länger gesprochen hat? Nee, wieso? Ja, einfach wegen Ihrer Geschichte so. Der Medizin, der hat mir immer was gebraut gegeben früher. Gebraut? Oh, ja. ein Alchemist oder wie? In einem Gefäß, richtig. Sie kennen sich aus. Sind Sie ein Zauberer oder? Was sind Sie? Ja, sowas in der Art. Sie ne? sind also ein Zauberer? Also gelernt habe ich bei Merlin halt. Ja, Sie aber das sind ist schon 800 ein Jahre Schüler her. Des Merlins? Mhm. Ja, das ist schon der mit dem langen weißen Bart. Können Sie mir Ihren Zauberstab mal zeigen? Anderes Mal. Okay. Sie haben aber auch Zaubersprüche. Können Sie nicht machen? Aus hier im normalen Metall Gold? Nee, aber ich kann Elektroblitze. Was? Ja. Sie sind ein mächtiger Zauberer. Der Kollege ebenfalls, der kann auch Elektroblitze. Sie sind Zauberer Atticus, ne? Ja, Atticus, genau. Und Sie Zauberer sind Atticus. Zauberer, wer sind Sie? Zauberer Merlodin. Merlodin. Ganz und bekannt. Atticus, die tapferen Helden aus meinen Ländereien. Dass ich das noch erleben darf. Wer hat euch an meine Ritter der Tafelrunde, genau. Wer hat euch an meine... Kann ich mal kurz sprechen, bitte? Ja, klar, natürlich. Wer ist denn das? Entschuldigung. Smoker, wir machen eine Abenteuerfahrt. Wir machen was? Zusammen, wenn Sie Lust haben. Wir ziehen in den Krieg? Ja, genau. Wir schwingen uns auf das Ross. Lasset die Pferdehufe erklingen und die Fanfaren. Wir ziehen los. Kommen Sie mit uns. Kommen Sie mit uns. Angriff. Für den König. Für das Land Schmokarine. Auf geht's in den Kampf, meine Gefolgsleute. Ja, wartet dann in der Halle, falls ihr früher da seid. Alles klar, alles klar. Sie dürfen sogar hier mit dem ganz tollen Leuchtross hier, mit den leuchtenden... Ja. Lasset die edle Kutsche besteigen. Na dann mal los. Herr Smoker, haben Sie sowas wie eine Telefonnummer? Was hab ich? Eine Telefonnummer ist was ganz Neuzeitliches in diesem Telefon. Ich habe tatsächlich so ein Zaubergerät, was Sie wahrscheinlich meinen, ausgehändigt bekommen. Ja, genau, das ist Zaubergerät, genau. Ja. Da haben Sie doch so eine Nummer draufstehen, ne? Ja, von meinen Ritter. Genau, diese Nummer, 555, das ist so eine heilige Nummer. Ja. Ja, wissen Sie, das ist die Nummer der Heiligkeit. Und da stehen noch ein paar Zahlen dahinter. Wollen Sie mir die mal geben? Ach so, ja. 555. So, $55 bitte. 18. Okay, ja. 37. Ja. 67. Alles klar. Aber nicht weitergeben. Ich möchte nachts meinen Schlaf genießen. Nee, kein Problem. Gut. Hier war ich schon. Hier ist die Burg. Die Römer sind hier. Genau. Ja, das... Die Burg der Heiligen Drei Könige. Da gibt's ja, hier war ich eben, das ist die Burg. Da gibt's auch einen Herrn, der gerne mit Ihnen sprechen würde mal. Auch so ein anderer Magier. Der will Sie unbedingt kennenlernen. Wer? Ja, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Muss ich gleich mal feststellen. Wir müssen aufpassen, nicht das feindliche Magier wir uns unterwandern. Der möchte Ihnen den Heiligen Gral zeigen. Ja, dann gehen Sie vor, meine Rittersleute. Wir gehen mal nach oben. Kommen Sie ruhig mit. Meint der Porsche mich? Ja, genau. Ja. Guck
guck mal, wir sind noch so kurz hier auf dem Server, saßen schon im Knast. Jetzt landen wir hier bei den. Uff. Wir haben es schon weit gebracht, oder? Einige sagen schon König Smoker, die akzeptieren diesen Adelsstand. Och, geht nicht. Jetzt erklimmen wir den Berg und ja, oben soll auch Excalibur warten. Helfet mir. Ja, danke schön. Wir müssen nur aufpassen vor den Drachen. Was für Drachen? Hier ja, ist ein Drachenhort? Nee, hier nicht. Wir bereiten uns jetzt heute auf den Drachenhort vor. Die Putzfrau. Geht hin vor. Herr, Sie dürfen einmal bitte da reingehen. Dr. Hopfner? Kurz Moment bitte. Der Herr, wie heißen Sie denn? Was redet der Bursche? Stelle er sich vor. Wie heißen Sie, der Herr? Stellen Sie sich vor, Bursche, ansonsten werden meine Ritter Sie in Gewahrsam nehmen. Mein Name ist Dr. Hopfner. Mein Name ist König Schmoker vom Land der Schmokerine. Ich grüße Sie. Was ist Ihr Gehab? Herr Dr. Smoker, Herr König Smoker, ich würde Sie mal bitten, dass Sie mal bitte einmal da in Ihren Thronsaal eintreten, dass wir mal ein Gespräch mit Ihnen führen können. Ja, warte draußen. Ich gehe in meinen Thronsaal. Ziehe mich zurück. So. Was wünschen Sie? König Schmogma. Oder? Was bitte? König Schmogma. Ja, König Schmogma oder Schmoker. Vom Adelsgelächter der Schmokerinen. Was wünschen Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich wünsche mir, dass Sie sich kurz beruhigen. Ich reg mich doch gar nicht auf. Was faselt es? Können Sie nicht reden? Trauen Sie sich nicht, im Beisein eines Königs zu sprechen? So, nein, alles gut. Ich habe kurz Probleme beim Ohr gehabt. So, da König Schmogma. Ja, bitte, ich höre. Was ist denn das Problem, König Schmogma? Wie, was für ein Problem? Sie haben mich mit Ihren Gefolgsleuten hier in diese Gefahr gebracht. Die Römer stehen vor dem Tore mit 5.000, 6.000 Mann schwer bewaffnet. Und wir sind. Ja, unterbrechen Sie den König nicht. Und Sie sind nicht bewaffnet und turnen hier rum und machen Zappalalapzap. Ich habe zwei wertvolle Magier und Zauberer mitgebracht. Den Zauberer Articus und den anderen kenne ich schon gar nicht mehr. Die sind die vom Drachenhort. Okay. Und wie, unterbrechen Sie mich nicht, habe ich gesagt. Ich lasse sie abführen in den Kerker. So, und wir sind hier, um die Römer zu bekämpfen. Wollen Sie mit am Strang ziehen oder nicht? Dann, warten Sie, dieses Zaubergerät ist schon wieder am Fimmeln. Warten Sie, König Schmoker? Ja, ich bin's. Bist du noch am Stadtpark? Ich werd's wieder frei. Der König ist in seiner Burg. Ich habe gerade die Audienz mit meinen Rittern und mit ein paar Zauberern hier. Ja, wolltest du noch irgendwo hin? Oder ja, wie war das jetzt? Ja, im Moment, wenn Sie mich... Kann ich Sie gleich anrufen, mein Ritter? Ja, klar. Ja, danke schön, Ritter Müller. Berserker Müller, ich melde mich. Ja, alles klar. Bis gleich. So. Haben Sie noch weiteres vorzutragen? Genau, König Schmogma. Ich bin der Herr Ritter Ross. Wer sind Sie? Der Ritter Ross. Ritter Ross, ja. Von welchem Geschlecht stammen Sie ab? Männlichen. Vom Männlichen. Ja, wie weit führt Ihre Ahnentafel zurück? Bis zum Mittelalter. Ja, das ist gut. Ja, so, wie lange sind Sie schon in meiner Ballerbursche drin? Einige Zeit schon. Das ist gut. Sie sind mir noch nie aufgefallen, da muss ich Ihnen wirklich sagen. Sie sind mir noch nie aufgefallen. Sie sind ein gut gestellter Mann, wie ich das sehen kann. Sie sind gepflegt. So stelle ich mir meine Ritter hier vor. Können Sie mir bitte was Speise und Getränk holen? Das können wir später machen, König. Was haben Sie gerade gesagt? Das können wir später machen, haben König. Haben Sie gerade meinem königlichen Wunsch nicht entsprochen? Okay, was möchten Sie zum Speisen? Der König möchte königlich speisen. Bringt mir Wein und Hühnchen, bitte. Aber klein geschnittenes Hähnchenfleisch, bitte. So was haben wir, glaube ich, zurzeit nicht. Gehe hinfort, besorge mir klein geschnittenes Hähnchenfleisch. Und Wein in einem Kelch, in einem goldenen, reiche ihn mir. Habt ihr Trauben? Ich möchte betraubt werden von euch.
Sie möchte betraut werden. Okay. Ich möchte mich legen und meinen Mund öffnen und ein Träubchen in meinem Mund wandern sehen. Gehen Sie nun. Warten Sie kurz hier, der König. Da habe ich ja gerade gesagt. Gehen Sie ihn fort. Perfekt. Ja. Gott, wenn mich einer auf der Straße hört, wa? Ich muss das Rollo runter, ich muss das Fenster zumachen. Die halten mich für irre. Ihr könnt das schon wieder. König Schmogma? Sprechet, mein Volk. Der Wein ist aufgebraucht. Bitte? Der Wein ist aufgebraucht. Was könnt ihr mir sonst noch darbieten? Zurzeit haben wir noch Wasser. Edles Wasser. Aus edlen Edles. Quellen, ne? Edlen Quellen, genau. Ja, so reicht mir bitte das Wasser. Okay, ich hole Ihnen schnell Wasser, edles Wasser. Ja. Bitte jetzt. So, der König. Ja. Einmal für Sie hier edles Wasser, bitteschön. Ja. Dankeschön. Lassen Sie sich's munden. Ja, wo sind meine Trauben, nach denen ich gerufen hatte? Trauben haben wir leider nicht mehr. Keine Trauben. Wo ist mein kleingeschnittenes Hähnchenfleisch? Haben wir auch nicht mehr, tut mir leid. Aufgebraucht, der König. Wir müssen den Hof, wir müssen die Lagerräume wieder füllen. Wie sieht es mit dem Weizenbestand aus im Lager? Der Weizenbestand ist auch so gut wie aufgebraucht. Ja, dann müssen wir in den Krieg. Wir müssen wieder Überfälle planen. Habt ihr... Da hinten ist die Küste, ist richtig, ne? Wo die Römer ja herkamen. Lasst die Schiffe... Wo sind die Schiffbauer? Sind die da? Die Römer haben sich schon zurückgezogen. Die Römer sind weg? Haben wir sie in die Flucht geschlagen? Genau, wir haben die Römer in die Flucht geschlagen. Ach, Herr Jemine, ich hätte es nicht anders erwartet von meinen... Das waren bestimmt meine zwei Zauberer. Die Magier, die haben die mit Blitzen getroffen. Ja. So, der Herr. Butter bei den Fischen. Aus welchem Jahr kommen Sie? Welches Jahr haben wir? Was haben wir? Welches Jahr haben wir? Ja, das heilige Jahr. Was ist das heilige Jahr? Ja, das Jahr meiner Krönung. Das Jahr meiner Krönung. Was reden Sie? Wie sprechet er mit mir, mein Knappe? Ich bin nicht Knappe, der Herr. Möchten Sie auch zum Ritter geschlagen werden? Ich bin Arzt, der Herr. Wie heißen Sie? Hopfner, zum zweiten Mal. Ich bin Arzt, der Herr. Ja, Arzt. Wir sind hier in einem Krankenhaus Sie und nicht ein in einer Alchemist, Burg. Sie sind ein Alchemist, sind Sie? Könnten genau, Sie? Wir sind im Krankenhaus. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, wir sind in meiner Burg. Haben Sie doch gerade... Alles gut, wir sind in Ihrer Burg, genau. Sehen Sie, wir sind in meiner Burg. Ja. Alles gut. Ja. Was kann ich jetzt für Sie tun? Ich bin müde, ich möchte mich zurückziehen. Verlasset mein Gemach. Das Problem ist, Ihr Gemach befindet sich nicht hier. Dann, ja, das ist mein Gemach hier, daher. Dann geleiten Sie mich bitte dahin zu meinem Zimmer. Bitte? Der König bittet nicht zweimal. Okay, folgen Sie mir. Ich den Olik hier reiche, das ist ein Wundervoll. So. Kommen Sie, ich folge Ihnen. Und ich, mit Ihnen rede ich nochmal, wenn der, Sie weiter so Kollege, ich schau mal, lass ich den Herrn Ayotele Olikere ist, okay? Alles gut, nehmen Sie mir Mund. Der König, können Sie sich kurz noch gedulden? Ja, ich dulde mich. Ich dulde mich. Okay. Das edle Wasser haben Sie bekommen? Edle Wasser habe ich bekommen, ja. Und die Römer haben wir jetzt... Die Römer haben wir erfolgreich zurückgeschlagen, richtig? Genau, haben wir erfolgreich haben zurückgeschlagen. Haben wir viele Verletzte? Nochmal bitte, der Herr. Haben wir viele Verletzte? Wir haben gar keine Verletzte. Gar keine? Wie haben wir das gemacht? Ich war ja gar nicht an der Front. Der König muss sich schonen. Wir haben das schon geklärt. Das ist vorbildlich. Das lobe ich mir. Wie war Ihr Name? Rose. Rose, ich werde Sie vielleicht zu meinem Finanzminister oder Kriegsminister ernennen. Herr Rose? Ja? Eine Minute bitte. Der König, ich bin gleich wieder für Sie da. Natürlich. So, Herr König. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier eine schöne Schale für Sie mit ein bisschen Wein. Den können Sie jetzt trinken. Ja. Ich hoffe, er mundet Ihnen. Dankeschön.
Gut. Lecker. Lecker. Reichet mir mehr von diesem edlen. Na, mehr kann ich Ihnen leider nicht geben. Gut. Das war der letzte. Das war der letzte leider. Den haben wir für Sie extra aufgehoben. Ist gut, ja. So, der König. Ja, dürfte zwei, drei, ein paar Minuten, dann dürfte es wirken. Genau. Tritt diese alkoholische Wirkung. Was haben die mir jetzt gegeben? So, der Herr, dann habe ich hier noch, kennen Sie, Bonbons? Was kenne ich? Was sagt Bonbons? Bonbons? Ja. Was sind Bonbons? Zuckrige Speise. Genau. Oh, eine zuckrige Speise. Ja, das kenne ich. Wollen Sie da eine zu sich nehmen? Ja, ich möchte gern etwas Zuckriges zu mir nehmen. Okay, gut, dann hole ich Ihnen mal eine raus. Moment. So. So, dann hier, bitteschön. Dankeschön. Einmal eine zu sich nehmen. Mhm. Ja. Weg ist er. Das wundert mir sehr. Sehr schön. Dann reden Sie noch ein wenig mit dem Kollegen. Ich bin dann gleich wieder für Sie da. Ja. Ach ja. Das Leben als König ist sehr anstrengend. Das glaube ich Ihnen. Ja, so viel Verantwortung auf meinen Schultern liegt. Genau, der König. Der König, in was für einem Jahr befinden wir sich? Befinden wir uns? Ich habe die Belagerung von Arkon mitgemacht. Muss ich Ihnen noch mehr sagen? Ah, dann ist der König aber sehr alt. Ja. Wir befinden schon uns in der Neuzeit, der König. In welcher Neuzeit? In der Zeit, wo Autos in den Straßen sich fortbewegen, Flugzeuge fliegen. Sie, du meinst diese Teufelsgeschöpfe am Himmel? Diese Drachenähnlichen? Das sind keine Drachen, das sind... Ja, es will reden? Was sind es? So. Das sind Unterstützer für Sie. Das sind meine Drachen? Keine Drachen, das sind Fortbewegungsmittel für Personen. Das ist auch wieder eine Art Zauber, ne? Das ist kein Zauber. Wenn Sie der König sind, sind Sie jetzt der König der Neuzeit. Wo alles technologisch fortgeschritten ist. König der Neuzeit? Genau. Der Herr, merken Sie schon was von den Bonbons? Warum haben die lecker geschmeckt? Die waren lecker, die sind gut. Haben Sie davon noch mehr? Na, da kann ich Ihnen leider nicht mehr geben, tut mir leid. Ja. Merken Sie schon irgendwas, dass es komisch wird oder anders bei Ihnen? Ein bisschen schwindelig ist mir vom Wein, glaube ich. Ja, das ist normal. Das ist schon mal. Das sind gute Zeichen, wenn Ihnen ein bisschen schwindelig wird. Das lässt gleich wieder nach. Werden dann auch gleich die Bonbons ein bisschen zum Wirken anfangen. Ich fühle mich ein bisschen schläfrig. Ja, bitte. Herr Kollege, wir haben den, Was wagt er sich einfach einzutreten in das königliche Gemach? Wer den Herrn, ist den es? Ich hierher geholt. Werfen Sie diesen Burschen raus, ich will ihn nicht sehen. Weg mit dir. Der also, König, auf, das ich ist... Ich habe den Herrn jetzt erstmal, leiser geben. Ich werde jetzt gehen. König. Ich will in mein Bett... Ich will schlafen. Sie wollen schlafen? Ja. Okay, warten Sie kurz. Ja. Der König möge schlafen. Ich fühle mich müde. Fühlen sich müde? Ja. Vielleicht hilft dann Schlaf oder so. Genau. Sollen wir Sie in Ihr Gemach bringen? Ja, geleitet mich in mein Gemach, bitte. Ja, dann folgen Sie mir, bitte. Ja. Habt ihr noch mehr von diesen zuckrigen... Bonbons? Die kann ich Ihnen leider aktuell nicht mehr geben. Das müssen Sie dann mit einem Kollegen besprechen, wenn der im Dienst ist. Das ist der Herr Olege. Olege? Herr Dr. Ayodele Olege. Gehen Sie vor, zeigen Sie mir mein Gemach. Ja, bitte. Heute hier in Station? Alten? Ja, das ist, glaube ich, sinnvoller. Ich muss schauen, dass ich den Herrn Olege erreiche, weil da brauchen wir, das muss man zur Chefortsache machen, das hilft.
Problem ist das, wir sind halt in diesem Bereich nicht ausgebildet, ne?